Hallo, meine Lieben. Lasst euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe heute ein Lied für euch. Aber bevor ich dieses Lied hier reinbringe, möchte ich ein paar Worte sagen. Es geht hier um Johannes 4. Und zwar, als Jesus nach Samarien geht und diese Frau trifft an dem Brunnen. Er sagt ihr, dass sie 5 Männer hatte, aber der sechste ist eigentlich nicht ihr Mann. Ja, und sie geht ins Dorf und sagt etwas sehr Gewaltiges. Ja, sie sagt in Vers 39, Johannes 4, Vers 39, sie sagt: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Meine lieben Geschwister, es ist die Tatsache, dass der Geist uns offenbart, wer wir waren. Wir waren in der Sünde verkauft, wir waren unter der Sünde verknechtet. Und aus dieser ganzen Knechtschaft hat er uns rausgeholt. Er hat uns alles gesagt, was wir sind, was wir getan haben. Und genau das ist auch heute immer wieder, wenn wir in eine Sünde fallen, tut es uns weh und kämpfen wir dagegen. Denn wir wissen, wir haben was Falsches getan. Er hat mir alles gesagt. Es gibt nichts, was verborgen ist. Er hat mir alles gesagt. Genau deswegen ist die Sündenvergebung in Jesus Christus in der heutigen Zeit in der Gnade, dass Gott uns alle Sünden vergeben hat, weil er uns alles gesagt hat. Und deswegen können wir auch hundertprozentig sein, dass wir in Christus nicht nur alle Sünden, die wir bis heute begangen haben, sondern alle Sünden, die wir begehen werden, bis er kommt. Denn es wird vielleicht keine Woche gehen, kein Tag gehen, kein Jahr abgehen, wo wir gedanklich, wörtlich irgendwie nicht sündigen. Aber das wird uns der Geist Gottes sagen. Und das ist das Schöne. Denn der Geist Gottes lebt in uns, ja. Und hier ist es sehr interessant, wie es gesagt wird im Vers 42. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen. Also wir glauben nicht nur, weil Paulus das gesagt hat. Wir glauben nicht nur, dass wir mit Christus gestorben sind und mit ihm auferstanden sind. Wir glauben nicht nur, dass alle unsere Sünden vergeben sind, nur weil es Paulus gesagt hat, sondern hier steht, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Das heißt, dass wir die ganze Bibel prüfen, lesen, und wir wissen, dass das, was uns bevorsteht, auch wahrhaftig richtig ist. Meine Lieben, auf die Entrückung wartet jeder, ich auch. Und ich hoffe, lieber heute als morgen, aber der Herr weiß, warum und wieso. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass nicht mehr lange es dauern kann. Nicht mehr lange. Ich weiß, man wird immer gesagt, ja, bald kommt, bald kommt. Der Herr sagt auch in Jesaja 55, ein Augenblick. Was ist denn ein Augenblick bei Gott? Das sind schon über 2000 Jahre. Der Herr sagt, ich komme bald, und das sind schon 2000 Jahre vorbei. Aber die Zeit in Hände des Herrn ist nicht die Zeit in unseren Händen.
Und deswegen müssen wir vertrauen und wir wissen und sehen, was in Israel passiert, was in der Welt passiert, was überall passiert. Und wir wissen, es kann nicht mehr lang gehen. Meine Lieben, hart auf, aus. Er kommt bald. Egal wie schwer dein Leben ist, egal mit welchen Kämpfen du kämpfen hast, egal mit einem Mann oder einer Frau, mit Tochter, Sohn oder was auch immer, halte aus, harre aus, der Herr kommt bald. Lass dich nicht runterkriegen von Kleinigkeiten, die der Herr überwältigen kann. Dem Herr gibt's keinen Maßstab, wo er nicht drüber treten kann. Deswegen vertraue auf ihn und weiß eins, der Herr ist bei mir alle Tage. Von morgens bis abends, von 1. bis 30. 31. dieses Monats. Er ist bei mir alle Tage. Auch wenn ich ihn nicht spüre, auch wenn ich ihn nicht sehe, er ist bei mir alle Tage. Meine Lieben, sei fest umarmt, reich gesegnet und ich hoffe, dass euch das Lied ermutigt, erbaut, ermahnt, auch wie immer, und dass es euch gefällt. Seid fest umarmt. Ich bin dankbar für euch. Ich bin dankbar, dass es euch gibt. Gott segne euch alle. Amen. Jeden Tag noch um mein Herz. Ich bete lang zu dir, dass du kommst und uns holst von hier. Ja, die Sinne sucht ist groß, nach Hause zu dir zu gehen, dich in den Wolken zu begehen. Die Welt ist höchst, die Anfechtungen so groß. Lieblosigkeit und Abfall an jedem Ort. Meine Tränen, mein Leid ist die Erbe kann, komme bei und wisch du sie mit an. Die Welt ist böse, die Anfechtung sind so groß, mein Herr, Lieblosigkeit und Abfall. An jedem Ort dieser Welt halt mich fest, bis du kommst in deine gütige Hand. Ja, o Herr, ich vertraue, dass du kommst bald.